Hallo, ich bin Denise Hante, ich bin Provenienzforscherin hier an der Liebermann Villa und wir führen derzeit ein Provenienzforschungsprojekt durch, das vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste finanziert wird. Teil dieses Projekts ist ein Blatt von Max Liebermann mit dem Titel Teckel-Studien und das würde ich Ihnen heute sehr gerne vorstellen. Schauen wir uns das Blatt näher an. Insgesamt sehen wir 8 Skizzen. 2 sind nicht komplett ausgeführt und wurden von Liebermann nur angedeutet. Mal liegt der Dackel gemütlich auf dem Boden, mal wälzt er sich und mal döst er ruhig vor sich hin. Die skizzierten Hunde, zunächst Zeichnungen, wurden dann als Lithografie umgesetzt, die wir hier sehen. Wenn wir näher hinschauen, sehen wir, dass Liebermann Korrekturen vornahm, wie hier, diese wegtragen oder diese umdrehen. Es muss sich also um eine frühe Version handeln, mit der Liebermann noch nicht ganz zufrieden war. Wir befinden uns mitten im druckgrafischen Prozess, in dem der Künstler wohl nachträglich Korrekturen am Lithografiestein vornehmen ließ, um dann erneut zu drucken. So spannend die Vorderseite auch ist, für uns ProvenienzforscherInnen ist vor allem die Rückseite eines Werks interessant. Hier entdecken wir im besten Fall Hinweise auf VorbesitzerInnen. Auf der Rückseite des Blattes konnten wir einen Hinweis finden, nämlich einen Stempel, den Sie jetzt hier kopfüber sehen, mit dem Buchstaben STK. Und hier konnten wir super mit unserer Recherche ansetzen. Und ausführlichere Informationen dazu können Sie auf dem Blog der Liebermann Villa lesen. Ich versuche das Ganze für Sie jetzt aber hier im Video abzukürzen. Der Stempel, den wir Ihnen vorhin gezeigt haben, den Sie kopfüber gesehen haben und der die Buchstaben ST-K aufweist, den konnten wir mit der Sammlung Heinrich Stinnes und mit August Klippstein in Verbindung bringen. Also das ST steht für Stinnes, das K für Klippstein. Und zwar haben wir herausgefunden, dass Heinrich Stinnes eine sehr, sehr große Grafiksammlung hatte, um die 200.000 Blätter, aber bereits 1932 verstarb. Seine Erbinnen haben dann verschiedene Blätter in verschiedenen Auktionen auch noch nach dem Krieg verkauft. Wir haben dann herausgefunden, dass unser Blatt hier, die Teckel-Studien, 1938 an den Kunsthändler August Klippstein in Bern verkauft wurde. Er hat das Werk 1947 an Sigmund Pollack weiterverkauft, einen Züricher Kunstsammler. Wir konnten also die wichtige Lücke von 1933 bis 1945 klären, denn 1932 ist Stinnes verstorben, dann ist das Blatt an die Erbinnen gegangen, dann wurde es an Klippstein 1938 verkauft, 1947 dann weiter nach Zürich. Wir haben also keine Lücken mehr in unserer Provenienz und da der Verkauf ein freiwilliger war, die Erbinnen und auch Heinrich Stinnes keine verfolgten Personen waren, können wir sagen, dass es sich nicht um einen NS-verfolgungsbedingten Entzug handelt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick gewähren. Schauen Sie doch gerne auf den Blog, um Näheres zu erfahren. Kommen Sie gerne in unserem Garten vorbei. Ich würde Sie gerne noch darauf hinweisen, dass ja heute Tag der Provenienzforschung ist und ganz viele andere tolle Veranstaltungen stattfinden. Schauen Sie gerne auf der Webseite des Arbeitskreises Provenienzforschung, der diesen Tag initiiert hat, vorbei. Und erstmal vielen Dank und bleiben Sie gesund.